Ich stehe hier nun in einem unserer größten Räume der Ausstellung, in dem wir verschiedene Seestücke Caspar David Friedrichs und der Maler der Düsseldorfer Malerschule gegenüberstellen. Ich möchte jetzt mit Ihnen gerne über das Werk hinter mir sprechen, was auch unser Kampagnenmotiv ist, die sogenannten Lebensstufen von Caspar David Friedrich, sowie über ein weiteres Werk von Lessing. So, wir sehen hier jetzt ein späteres Werk von Caspar David Friedrich, die sogenannten Lebensstufen und den heimkehrenden Kreuzritter von Lessing. Die sind ungefähr zur gleichen Zeit entstanden. Wir sehen in dem Bild von Caspar David Friedrich fünf Menschen unterschiedlichen Alters, Kinder, Menschen mittleren Alters und einen alten Mann, der gerade auf die Gruppe zuläuft. Es gibt Vermutungen, dass es hier sich vielleicht um Caspar David Friedrich selbst und seine Familie handeln könnte. Wissen tun wir das aber nicht. Und was auch gleich ins Auge fällt, ist, dass ebenfalls fünf Schiffe zu sehen sind, was dazu führt, dass man ja davon ausgeht, dass diese Menschen irgendetwas mit den Schiffen zu tun haben, dass sie miteinander korrespondieren. Man zieht den Vergleich zwischen der Lebensreise und der Schifffahrt. Wir können aber nicht jedem Mensch ein Schiff klar zuordnen. Einige sind schon weiter hinausgefahren und andere sind noch näher am Ufer. Soweit das, was wir sehen. Alles Weitere ist dann Interpretation. Selbst der Titel des Bildes Lebensstufen, also die verschiedenen Lebensalter darzustellen, ist nicht klar überliefert, ob Caspar David Friedrich diesen also so intendiert hat. Auch das wissen wir nicht. Zu Lessings Kreuzritter können wir sagen, dass wir hier ja, einen Kreuzritter auf dem Rücken eines Pferdes sehen. Er ist von der Eroberung Jerusalems zurückgekehrt, auch zurück zu sich selbst. Er sieht niedergeschlagen aus. Ob es sich aber um einen müden Helden oder um einen zweifelnden Gotteskrieger handelt, auch das wissen wir nicht. Offensichtlich ist, dass auch Lessing hier die Landschaft nicht nur zum reinen Hintergrund macht, sondern dass dieser Regenschauer im Hintergrund, die dunklen Wolken, ganz maßgeblich auch die Stimmung des Reiters unterstützen und zu unserer Interpretation des Werkes beitragen. Wir haben hier also wieder so eine schöne Balance zwischen der figürlichen Genremalerei und der Landschaft. Und die Landschaft ist somit definitiv eben eine erneuerte Landschaft, nicht nur ein Hintergrund. Es ist auffällig, dass in beiden Werken sehr viele Denkanstöße ganz klar gegeben werden, aber die Gedanken der Maler nicht ganz klar nachvollziehbar ausformuliert werden. Sie scheinen sich hier von der Auffassung der Goethezeit abzugrenzen, die das Kunstwerk als etwas Vollendetes, das nur um seiner selbst willen entsteht, verstanden. Herr Grawe, wieso werden hier jetzt so viele offene Fragen gelassen? Ist das nicht auch für die Besucherinnen und Besucher heute und für die Betrachterinnen und Betrachter damals ein wenig anstrengend? Ja, also zumindest von den Betrachtern damals wissen wir das. Also zum einen können wir bei Bildern wie dem von Lessing sehen, dass zeitgenössische Betrachter dieses Bild auch durchaus sehr unterschiedlich interpretiert haben. Also es gibt eben die Stimmen, die sagen, hier sehen wir Resignation, hier sehen wir letztlich den Rückzug von einem Misserfolg, sozusagen ein Scheitern am Ende des Lebens. Und es gibt andere Stimmen, die sagen, es gibt eine Interpretation eines Zeitgenossen, wo es darauf hinausläuft, dass er sagt, naja, der Kreuzritter, der hier heimkehrt, hat einen eigentlichen Sieg errungen, sozusagen, indem er in sich selbst zurückkehrt. Also ein bisschen arg abstrakt formuliert und vielleicht gebe ich das Zitat auch nicht ganz richtig wieder, aber es läuft darauf hinaus zu sagen, okay, der hat zwar das Heilige Land verloren, aber der findet zu sich selbst. Ja. Wir müssen uns, glaube ich, jetzt auch gar nicht entscheiden, welche dieser Deutungen richtig ist. Also, dass hier irgendwie etwas Resignatives mitschwingt, ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu übersehen. Aber dass vielleicht dem auch was Positives abgewonnen werden könnte, das müssen wir gar nicht unbedingt von vornherein
ausschließen, sondern es ist mehr interessant, in diese zeitgenössischen Zeugnisse zu schauen und sich klarzumachen, wie breit doch das Spektrum der Assoziationen sein konnte. Und das wiederum haben die Zeitgenossen selber auch bemerkt. Und einige fanden das eigentlich ganz interessant und andere haben das scharf kritisiert und haben gesagt, das ist zu diffus und da wird auf alles Mögliche angespielt, aber man kriegt nie richtig was in die Finger. Und es ist eigentlich eine komische Art von Kommunikation, einem da irgendwelche Suggestionen hinzuwerfen und dann kann man die aber nicht richtig ausbuchstabieren. Also es gibt schon Zeitgenossen, die da in gewisser Weise ein bisschen genervt davon sind. Und bei Friedrich haben wir was Ähnliches, da sind die Zeitgenossen eben mehr und mehr genervt davon, dass sie eben tatsächlich auch vermittelt bekommen, das sei alles so wahnsinnig durchdacht oder da stecken so viele komplizierte Gedanken dahinter. Aber zum einen fällt es ihnen eben auch schwer, die dann wirklich richtig auszumünzen, auszubuchstabieren und Klarheit zu gewinnen. Und zum anderen neigen sowieso da einige Betrachter dazu zu sagen, warum soll Malerei das überhaupt machen? Ja, wäre es nicht viel sinnvoller, also wenn der Friedrich uns irgendwas predigen will, dann soll er das gefälligst irgendwie machen, wie jeder vernünftige Mensch, nämlich in der Sprache. Also wir sehen eigentlich in den Reaktionen der Zeitgenossen bei Lessing und Friedrich auf unterschiedliche Weise, aber doch jeweils so ein Unbehagen an einer Kunst, die eben ganz stark Denken anregt, aber dabei nicht ganz klare Gedanken vorgibt. Eins der bekanntesten Zitate von Caspar David Friedrich lautet ja, ein großer Verdienst und vielleicht das größte eines Künstlers sei es, geistig anzuregen und in den Beschauer Gedanken, Gefühle und Empfindungen zu erwecken und wären sie auch nicht die seinen. Setzt Friedrich hier also wirklich auf eine starke aktive Eigenbeteiligung der Betrachterinnen und Betrachter, die erst durch ihr Betrachten und das dadurch angeregte Denken und Fühlen sein Werk dann vollenden? Ja, das scheint mir tatsächlich dezidiert der Fall zu sein. Und das scheint mir durchaus auch der Fall zu sein bei Lessing und anderen Schadow-Schülern in Düsseldorf. Also dieser Grundgedanke, dass das, was mit einem Bild geleistet werden soll, eigentlich seine Erfüllung erst findet, wenn vom Betrachter noch etwas dazukommt. Und Sie haben vorhin schon darauf hingewiesen, dass das deutlich abweicht von einem Verständnis, wie man es eher bei Goethe und seinem Umkreis fassen könnte, wo die Idee formuliert wird, ein Kunstwerk solle sich selbst aussprechen. Also das Ideal eines großen Kunstwerkes ist es, dass sich sofort in sinnlicher Evidenz klar artikuliert, was hier gesagt werden soll. Und sowohl bei den Düsseldorfern als auch vor allem bei Friedrich sehen wir, diese Idee wird offenkundig nicht verfolgt. Das sind hochgradig voraussetzungsvolle Bildwerke, die aber immer erst zu ihrer Erfüllung finden, indem der Betrachter in einen Prozess des Sehens und des Denkens hineingezogen wird. Und ich vermute, dass dahinter tatsächlich ein ganz grundsätzliches Problem von Kunst um 1800 steht, nämlich dass man merkt, dass bestimmte Dinge, die man mit Bildern leisten will oder auch immer schon leisten wollte, dass die sich nicht vollgültig im Bild selber erfüllen lassen. Also es wird viel über Fragen des Undarstellbaren in der Zeit nachgedacht, also Motive, Ideen, Gedanken, die sich einfach nicht in ein Bild pressen lassen. Wenn Sie so wollen, haben Sie das ja schon bei Gotthold Ephraim Lessing, wenn er davon spricht, dass Bilder keine Erzählungen darbieten können, sondern allenfalls mit einem fruchtbaren Moment uns dann dazu anregen, das zu ergänzen und das davor und das danach zu denken. Und diese Idee, die scheint also immer stärker Eigendynamik zu gewinnen und man formuliert immer stärker die Idee, und gerade auch in der Kunstpraxis, dass das Bild gewissermaßen der Ausgangspunkt ist zu einer Tätigkeit des Betrachters, nämlich einer denkenden und schauenden Tätigkeit, und dass in diesem Prozess dieser Tätigkeit die eigentlichen Einsichten sich vermitteln. Das heißt aber dann nicht, dass das völlig beliebig ist. Ja, es gibt in der Friedrich-Forschung so einen Streit darum, ob diese Bilder hochgradig sinnoffen sind, also sehr unterschiedliche Interpretationen zulassen, oder ob sie sehr eindeutig sind. In gewisser Weise ist diese Frage noch gar nicht entschieden, wenn man sagt, das Eigentliche passiert im Prozess des Betrachtens. Denn es könnte auch durchaus sein, dass diese Bilder Prozesse des Sehens und Denkens anregen, die dann durchaus zu ziemlich bestimmten Einsichten führen, aber eben zu Einsichten, die sich nur in der Erfahrung machen lassen. Man kann also das, was sich hier verschiebt, vielleicht auch auf so einen simplen auf ein simples Begriffspaar bringen. Man merkt also, man kann das
was man vermitteln will, nicht mehr vollständig aussagen. Also muss man es dem Betrachter erfahren lassen. Also es ist eine Verschiebung sozusagen weg von der vermeintlich einfachen Aussage hin zu einer ästhetischen Erfahrung, in der sich aber durchaus bestimmte Einsichten vermitteln können. Das bedeutet aber dann auch, dass der Künstler ein Stück weit loslassen muss, denn er kann eben nicht mehr vollständig kontrollieren, was am Ende das Werk für unterschiedliche Betrachterinnen und Betrachter darstellt, weil es eben diese sehr persönliche Ebene gibt, auf der jeder Betrachter und jede Betrachterin das Werk für sich vollendet. Genau, genau. Also er muss gewissermaßen, um sich den Vorteil einzukaufen, dass der Betrachter ihm jetzt sozusagen dazu gibt, was dem Bild fehlt, muss er in die Gefahr laufen, dass dabei vielleicht auch allerlei mit ins Spiel kommt, was er gar nicht haben wollte. Und Friedrich, Sie haben dieses eine Zitat gebracht, aber es gibt weitere, deutet das auch immer wieder an, dass er das mit einkalkuliert. Es gibt auch Zitate, wo er selber sagt, also zum Beispiel zum Mönch am Meer und zur Abtei im Eichwald, zwei sehr bekannten Bildern, schreibt er, es ginge ihm da tatsächlich um ein Sehen im Glauben. Aber dann schreibt er gleich dazu, ihm selber sei nicht immer so ganz klar, was er da eigentlich mache oder was er damit aussagen wolle. Also es geht offenbar auch darum, dass das, was er kommunizieren will, etwas ist, was sich von vornherein auch gar nicht in der Klarheit von Aussagesätzen formulieren lässt. Das ist ja auch eine Erfahrung, glaube ich, die wir durchaus auch selbst in unseren säkularen Zeiten immer noch machen können, dass es manchmal Dinge gibt, wo man sagt, das kann ich dir jetzt nicht so sagen, das musst du selber erfahren. Und das gilt natürlich insbesondere für sehr schwerwiegende religiöse Fragen, also eines solchen Sehens im Glauben. Und da kalkuliert Friedrich offenbar ganz gezielt das Risiko von Uneindeutigkeit, vielleicht auch von Interpretationen, die in eine seltsame Richtung gehen, um aber sich den Vorteil einzukaufen, dass die Betrachter eben im Prozess des Sehens und Denkens eben überhaupt zu den Einsichten kommen, die sich zeichenhaft und mit einfachen Mitteln der Sprache oder eben von Bildmotiven gar nicht mehr richtig vermitteln lassen. Das bedeutet aber eben auch, dass diese Bilder heutzutage noch so eine große Relevanz haben, weil wir eben heute ganz andere Aspekte dort hinein interpretieren können und Friedrich das eben zulässt. Und ich denke, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass Friedrich heute wieder so relevant ist und dass es Instagram-Challenges gibt und immer wieder seine Werke modernisiert und neu interpretiert werden, weil er diese Offenheit eben ja, ganz absichtlich zugelassen hat. Genau, also worum es ihm, glaube ich, nach meinem Empfinden vor allem ging, war eben dieses Beteiligen des Betrachters in einem Prozess, und die Offenheit ist in gewisser Weise dann so ein Nebeneffekt, der sich nicht vermeiden lässt. Ich habe persönlich schon den Eindruck, dass Friedrich letztlich dann doch ziemlich bestimmte Grundfragen des Glaubens und des Lebens ansprechen und kommunizieren will, die er aber eben nur so als Glaubensinhalt oder wie er an anderer Stelle auch sagt, als Geheimnis nur artikulieren kann. Ja? Und Friedrich, das kann man, glaube ich, wirklich programmatisch sagen, ist jemand, der uns Geheimnisse, der uns Rätsel zeigt, und zwar als Geheimnis und als Rätsel und gerade nicht, indem er uns die Lösung vorgibt, weil er die nämlich selber gar nicht kennt. Ja, es geht bei ihm tatsächlich ganz viel um Fragen von Leben, Tod und Leben danach. Und da scheint der Standpunkt bei ihm schon derjenige zu sein, das ist eine Frage, da ist irgendwas, aber ich weiß es nicht. Und deswegen kann ich es euch auch nicht sagen. Aber ich kann euch die Frage natürlich in bildlicher Form so vermitteln und euch einladen. Er spricht auch an einer Stelle mal davon, er könne das mit Worten alles gar nicht so sagen, aber nach einem halben Jahr habe ich es dann hingepinselt, kommet und sehet. Ja? Und das ist es eigentlich. Also ihr müsst es eben euch selber anschauen. Und das heißt für uns als Betrachter, dass es manchmal vielleicht gar nicht so klug ist, mit kunsthistorischer Lektüre oder kunsthistorischen Führung in einer solchen Ausstellung zu gehen. Also in der Regel ist es natürlich sehr klug, aber manchmal ist das vielleicht nicht der richtige Weg, weil wir uns natürlich angewöhnt haben, in unseren Büchern, ich gehöre auch dazu, oder eben auch in Führungen, Wissen zu vermitteln. Und es ist relativ schwierig, gerade bei der Betrachtung von Friedrich davon wegzukommen, dass wir immer schon alles mit mehr oder weniger gesichertem Wissen
aufklären wollen. Diese Bilder sind auch nicht irgendwie völlig diffuse, sinnoffene Gegenstände, aber es sind eben Gegenstände, die man wirklich nur wird aufschließen können, wenn man sich richtig in die Betrachtung einlässt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht völlig esoterisch alles Mögliche assoziiert. Also Wissen kann da helfen, aber man muss andererseits sich selber auch ein gewisses Maß an Offenheit bewahren, um wirklich auch dem, was ich da im Bild jeweils sehe, ganz gerecht zu werden. Und die Lebensstufen sind vielleicht, kann man das abschließend dann noch kurz sagen, ein sehr schönes Beispiel dafür. Denn wir sehen ja diese Fünfzahl der Schiffe und wir sehen die Fünfzahl der Figuren, darauf haben Sie ja auch schon angesprochen, und wir sehen, dass es kleinere Schiffe gibt und größere Schiffe und Schiffe, die weiter weg sind und Schiffe, die näher am Strand sind. Und natürlich denken wir an den Topos der Lebensreise. Und natürlich puzzeln wir, ob wir das nicht irgendwie übereinbringen können. Das Schiff steht für diese Figur oder so. Aber Sie haben selber schon gesagt, ganz kohärent funktioniert es nicht. Denn wenn man an den Topos der Lebensreise denkt, dann müssten eigentlich die Schiffe, die am nächsten zum Ufer sind, diejenigen sein, wo die Fahrt zu Ende geht, also wo das Leben gegen Ende geht. Aber hier sind sehr kleine Schiffe nah am Ufer. Das sind offenbar nicht die Schiffe des Greisen, den wir vorne sehen. Also ganz offenkundig legt es Friedrich darauf an, wir sollen in dieses Denken reinkommen, aber das soll auch nicht einfach sich logisch auflösen lassen. Wir sind nicht einfach zusammengepuzzelt wie ein Rebusrätsel und am Ende können wir die Kästchen ausfüllen und sagen, die Antwort ist, sondern wir werden da hineingeführt, aber es bleibt dann auch ein Stück weit geheimnisvoll. Das scheint mir unausweichlich zu sein. Und das erklärt dann nebenbei auch, warum sich diejenigen, die sich wissenschaftlich mit diesen Bildern beschäftigen, immer wieder die Köpfe einschlagen. Ja, das ist, glaube ich, doch ein schönes Schlusswort. Nicht das Köpfe einschlagen, aber vielleicht die geheimnisvolle Reise, auf die wir uns hoffentlich auch alle bald nochmal begeben können, wenn wir die Ausstellung Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker hier in Düsseldorf auch wieder zeigen können. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Grabe, für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke auch. Wünsche Ihnen erstmal alles Gute. Danke. Danke gleichfalls.